Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung Factoring, was ist das? Ja, das Factoring ist relativ einfach erklärt. Unter Factoring verstehen wir den Verkauf von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Unternehmer und haben Forderungen gegenüber Kunden von Ihnen, weil Sie diesen beispielsweise Waren verkauft haben oder Dienstleistungen verkauft haben. Und diese Kunden, gegenüber welchen Sie eben diese Forderung haben, sind in Zahlungsschwierigkeiten. Das heißt, Sie begleichen die Berechnungen nicht oder die Rechnungen nicht fristgerecht und der Mahnlauf ist bereits gestartet und ist beispielsweise bisher ohne Erfolg geblieben. Das heißt, die Forderung ist nach wie vor offen und es besteht die Gefahr, dass diese Forderung so schnell nicht beglichen wird. Und in diesem Fall haben Sie dann die Möglichkeit, Ihre Forderung an eine sogenannte Factoring-Gesellschaft zu verkaufen. Diese Factoring-Gesellschaft kauft Ihnen diese Forderung dann in weiterer Folge ab, natürlich gegen einen Abschlag. Das heißt, wenn Sie eine Forderung gegenüber einem Kunden von 10.000 Euro haben, dann wird Ihnen diese Factoring-Gesellschaft natürlich nicht diese 10.000 Euro geben, sondern die wird Ihnen dann beispielsweise 7.000 Euro bezahlen für die Forderung in Höhe von 10.000 Euro. Und bei einem echten Factoring geht dann auch das Risiko auf die Factoring-Gesellschaft über. Das bedeutet, Sie haben einmal die 7.000 Euro generiert von der Factoring-Gesellschaft und die Forderung von 10.000 Euro wird dann in weiterer Folge von der Factoring-Gesellschaft eingetrieben oder versucht einzutreiben. Und wenn es der Factoring-Gesellschaft dann gelingt, wirklich die Forderung zur Gänze einzutreiben, also die 10.000 Euro, dann hat die Factoring-Gesellschaft dementsprechend einfach einen Gewinn von 3.000 Euro gemacht und Sie haben von diesen 10.000 Euro Forderungen 7.000 erhalten. Also der Vorteil von dem Verkauf von Forderungen ist einerseits einmal, dass Sie das Risiko der Nichtbegleichung einerseits einmal an die Factoring-Gesellschaft abtreten und darüber hinaus auch nicht mehr das ganze Mahnwesen und das Eintreiben oder das Inkasso der Forderung vorantreiben müssen. Und Sie 7.000 Euro jetzt bei diesem Beispiel an Liquidität wieder zur Verfügung haben. Ja, soviel einmal zur Erklärung von Factoring. Im Zusammenhang mit dem Factoring können wir dann auch noch unterscheiden zwischen zwei Arten, zwischen dem offenen und dem stillen Factoring. Beim offenen Factoring, so wie es der Name eigentlich auch schon sagt, wird der Kunde über die Forderungsabtretung an die Factoring-Gesellschaft informiert. Und im Unterschied hierzu, beim stillen Factoring wird der Kunde über die Forderungsabtretung an die Factoring-Gesellschaft nicht informiert. Für welche Art man sich dann entscheidet, hängt von mehreren Faktoren ab. Aber das sind so grundsätzlich diese zwei Arten des Factoring, die es zu unterscheiden gibt. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen, beziehungsweise Ihre Fragen in den Kommentaren.